Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer neuen Folge, die Let's Play Diablo 3, so fast schon wieder verhaspelt, mit mir dem Nature und mir dem Over. Genau, der Gary ist leider immer noch nicht da, könnt ihr mal anschreiben hier, Gary, wo bist du? Dass der sich auch mal wieder ein bisschen im Let's Play blicken lässt, aber wir machen trotzdem ein bisschen weiter, es hat sich wieder ein bisschen was getan, Over hat noch mehr gesuchtet, ist jetzt bei 649, ich bin bei 122. Mittlerweile habt ihr dementsprechend auch noch ein bisschen was zu vergeben an Punkten. Die packen wir doch direkt mal weg. Wir sind jetzt auf Qual 5, probieren wir jetzt mal aus. Und nachdem wir die letzten zwei Folgen damit verbracht haben, der ollen Gier auf die Schnauze zu hauen, werden wir uns jetzt mal ein bisschen um das eigentliche Spielgeschehen kümmern, nämlich um Rifts und Greater Rifts. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit einem normalen Rift an, dass wir die Schlüsselsteine kriegen. Ja, und damit wir aber anfangen, muss ich die unterbrechen und dir etwas zeigen, was ich entdeckt habe. Man kann nämlich... Okay, warte, ich komme eben raus, ich bin nämlich noch drin. Oh, so, was kann man? Und du bist draußen. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Hier, schau mich an, man kann tanzen. Seit wann kann man denn tanzen? Keine Ahnung, man kann /dance eingeben. Okay, das ist mir komplett neu, muss ich sagen. Okay. Ich wusste nicht, dass es in Diablo eine Tanzanimation gibt. Ich hab's auch erst entdeckt und dachte so, oh Gott. Aber finde ich prinzipiell lustig. So, Okay, vom Baba, also vom weiblichen Barbaren sieht es leicht geistig behindert aus, kann man sagen. Also ich würde fast sagen, ich stelle nochmal eine Qualstufe runter, weil wir sind doch relativ langsam unterwegs hier. Oder? Was meinst du? Ah, ich würde sagen, das passt, oder? Ah, da habe ich Schaden bekommen. Muss mich noch hier dran gewöhnen, sonst spiele ich immer den Barb oder den Tankmonk, der einfach gar nicht stirbt, aber auch gar keinen Schaden macht. Den Supportermonk meinst du? Ja, Supportermonk ist richtig. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir stellen noch mal eins runter, weil wir sind doch recht langsam hier unterwegs gerade. Dass wir ein bisschen schneller vorankommen. So, in unserem Clan ist jetzt auch ein bisschen mehr wieder los. Viele aus WoW sind momentan am Diablo spielen. Falls ihr auch dazu kommen möchtet, dann schreibt mir doch entweder eine Nachricht auf Twitch, nicht auf Twitch, auf YouTube, oder edit mich einfach im Battle.net. Ihr habt ja unter dem Video steht ja meine Battle.net-ID. Da könnt ihr mich einfach dazu adden und dann könnt ihr gerne in den Clan ebenfalls mit rein und uns vielleicht auch das ein oder andere Mal hier bei den Rifts begleiten, wenn ihr das denn möchtet. Ja, und Ober, wie war so dein Tag heute? Warte, wie war mein Tag? Ja, ich war nochmal beim Friseur, weil ich ja so eine hübsche Friseusin hab und mein Kollege musste die abhaben und dann dachte ich, ach, nutzt die Chance. Gehst du einfach mal mit, um den Vorwand irgendwie zu haben, dass du irgendwie nur deinen Kollegen da unterstützt. Aber du gehst in Wirklichkeit nur wegen der hübschen Friseuse hin? Ja. Ich muss zugeben, ich habe ihr lüsternd auf den Hintern gestarrt. Ist es denn wenigstens eine junge Friseuse oder ist es eher so eine mittleren Alters? Ja, natürlich, die ist knackige 47. Was denkst du denn? bei dir kann man nie wissen, weißt du? Ja, wie, was soll das denn? Wenn ich hier die alten... Das ist halt so ein bisschen... Du bist halt manchmal so ein bisschen wie der Todd. Der Todd liebt alles, unabhängig von Alter und Geschlecht. Ja, Overstolz, der Mann, der die rüstigen Damen begattet. Ja, liebe Zuschauer, ihr werdet sehen, ich habe in meiner Freizeit ja ein Lexikon mit alten Fachausdrücken. Oder ich sag mal, wie sie... Aha, ich darf nicht so viel reden, sonst sterbe ich wieder. Achso, du hast also jetzt, und die willst du jetzt hier im Let's Play anbringen, oder was? Natürlich. Weil du die sonst nie sagen darfst, ohne ausgelacht zu werden.
Zuschauer dürfen gerne über meine geistigen Hirnfurze auch mal lachen. Dürfen den Top-Hirnfurz des Tages wählen. Ja. Oh, Feuer! Der Hirnfurz des Tages. Das sollte ich eigentlich mal das Lexikon drauf ansetzen. Verrückter Scheiß. Ja, irgendwie ist hier halt irgendwie nicht so monsterdichtemäßig viel los, ne? Ja, keine Ahnung, alle 10 Meter mal ein Monster. Ja. Keine Ahnung. Oh, da, ja, na, toll, da ist ein Goldgoblin. Nicht Schaden nehmen. Ja, super. Es ist aber so krass, wie viel Damage man im Vergleich zu einem Melee bekommt. Ja gut, wenn du dein Tankmonk gewohnt bist und ansonsten irgendwie Hotar oder Wibblebarb, dann Hotar, ja. Ausgesprochen viel Schaden sogar. Echt? Wenn man Single spielt, ja. Okay. Also viel mehr als der Wirbelbarb. Ja gut, das ist klar, weil der Wirbelbarb halt den meisten Angriffen einfach ausweicht. Ja. Aber trotzdem haben wir immer weniger als jetzt ein DH oder so. Alter, was ist denn hier los? Das ist voll das Kackraft. Haben wir direkt ein Gutes zum Anfang erwischt hier. 6 Minuten dabei und nicht mal die Hälfte vom Rift fertig. Sick shit. Ja. Danke Blizzard schon für dieses frühzeitige Magengeschwür. Oh. Oder da freut sich der Archon, wenn du hier solche Aufspaltungsviecher hast. Ja. Weil jedes dieser der Abbildung gibt halt einfach auch nochmal ein Archon-Stack. Oh mein Gott, es geht in die nächste Ebene. Oh, hier ist noch einer. Lass ihn stehen. Okay, das ist ein Bug. Der wird einfach nur angezeigt, aber hat keinen Lebensbalken und nichts mehr. Verrückt. Oh, das ist ja von einem tollen Rift ins nächste hier. Was? Das ist meine spontane Schimpansen-Imitation. Nein, ich habe wieder Schaden bekommen und mich erschreckt. Deine spontane Schimpansen-Imitation. Das ist schön. Ja, und Ova, was möchtest du werden, wenn du erwachsen bist? Affe. Jetzt brauchst du gar nicht werden, bist du doch jetzt schon. Du. Ey, du solltest irgendwie so ein Karnevalsredner werden. Wie heißen die nochmal? Jecke. Ja, hier, was macht die denn eine Büttenrede, ne? Ja. Büttenreden. Jetzt hast du hier unten eine Kugel liegen lassen, sowas. Oh. Schämst du dich nicht? Eine Büttenrede gehalten. Ich nee. Ich bin überhaupt kein Karnevalsmensch, muss ich sagen. Ich auch nicht. Könnte man denn für eine Büttenrede zum Beispiel sagen, ja. Meinem Vater hatte ich wenig Vertrauen. Als Kind hat er mich immer verhauen. Keine Ahnung, was man lustiges erzählen kann. Das wäre eher nicht so lustig, sondern traurig. Aber gut, du spielst ja auch den Dusch mit deinem Vater Simulator. Dusch mit deinem Vater Simulator. Übrigens kann ich jedem empfehlen, Steam 99 Cent, falls ihr irgendeine sexuelle Beziehung mit eurem Vater habt, wäre das das perfekte Spiel für ihn. Ja, also mit anderen Worten, Ober hatte da sehr, sehr viel Spaß dabei. Ja. Du hast ein Rollenspiel mit meinem Vater gemacht. Lass das Spiel mal nachspielen. Du versteckst dich in der Dusche und ich such dich. Nur um jetzt keine falschen Gerüchte oder so in die Welt zu setzen, das Spiel geht nicht um eine sexuelle Handlung mit dem Vater in der Dusche. Es ist eher eigentlich sogar lustig und kindgerecht gemacht. Es hört sich nur einfach schrecklich an. Ja, sehr zweideutig, aber das war ja auch der Kika-Beitrag zu Schwänzen von Tieren. Was?
Es geht dabei um den Schweif. Nicht um das, was du jetzt schon wieder denkst. Ja, ich denke auch nicht, dass Kika eine Dokumentation über Tierpenisse macht. Aber es ist, ja, es war halt irgendwie so, dass sich 5 Tierkinder oder so unterhalten haben. Ein Elefant, ein Zebra und was weiß ich noch alles. Und der Elefant, ja, meine ist so kurz und hat ein bisschen Haare hinten dran. Und der andere, ja, und meiner ist lang und beweglich. Und das halt aus dem Kontext gegriffen, war halt einfach super lustig. Kann man das googeln? Bestimmt. Kannst du gleich in der Pause da mal machen. Ja. Was Kinder ja. sehen das vielleicht noch nicht so, aber wir haben da ja ein, ich sag mal, ein subtileres Auge für. Wir haben da ja den Blick für. Ne, wir haben einfach den kindlichen Blick der Unschuld verloren. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Ja, wir sehen in allem, was es gibt, das Schlechte und das Versaute und Verdorbene. Das Tote vor allem hier. Irgendwie Doppel-Champion-Pack, nice. Plus Earth Guardian. Geht hier richtig steil. Also ich muss mich nur an dieses Salto gewöhnen, weil man Salto... Ja, man soll... Nee, salutieren ist auch falsch. Alter, okay, jetzt haben wir 3 Champion Packs. Oh, fuck, einfach mal durch. Man salutiert. Wirklich 3? Oh ja. So. Ein bisschen aufgeräumt hier. Ja, Der Engel des Todes. Mohaha. Was ist denn die Rolle? Die Wildhüterin der dunklen Nacht, keine Ahnung, was kann man mir für einen schwulen Namen geben? Wildhüterin der dunklen Nacht. Alter, und hier ist ja noch ein Champion Pack. Oh, Tetris. Ich bin tot. Oh, ja. Ich flüchte. Elegant. Wollen wir helfen? Ja, mach mal. Ist Tetris down? Nee. Du stehst da rum und holst irgendwelche komische Suppe aus deinen Fingern, anstatt mal drauf zu ballern. Ey, wie sieht denn dein Zauber aus? Ja, hier. Blam, blam, mit so kleinen Fingerhütchen, die dir von deinen Fingerkuppen fallen. Kleinen Fingerhütchen. Okay. Ja, für kein... Oh, ein Portatbissel. Ja, das ist schon mal gut. Dann können wir gleich einen Greater Rift machen. So, machen wir oben noch das Champion Pack weg, dann haben wir das auch. Champion Pack. So, Totem Champion. Er hat sogar einen Gürtel gedroppt. Echt? Danke, Bastard. Ich hab ein Zweihandschwert bekommen, diesen Run. Wow. Ein legendäres. Also nichts, was man wirklich gebrauchen kann. Jetzt kann ich mir mal überlegen, was ich jetzt von Kardala hole. Kardala! Was willst du mir geben? Ich würde sagen, Hände. Ihr bekommt eine Ohrenkette. Hände oder? Richtig. Ach nee, Kopf ist auch gut. Ah, guck mal an. Talrascha oder wieder die Krone des Primus. Ich glaube, ich nehme aber Talrascha. Oh. Auf jeden Fall. Krone ist Primus. Ja, die habe ich momentan ja auch an, die Krone ist Primus. Okay. Das ist ja die Zeitverlangsamungs. Wobei ich könnte eigentlich auch mal Zeitverlangsamung nehmen. Aber da müsste ich komplett umswitchen von dem, was ich jetzt habe, auf was anderes. Und ob ich das wirklich will, da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Ich glaube, echt. Ob es irgendwie wohl so einen Nacktpatch für Diablo gibt? Die Falle ist ja wohl schon ziemlich hübsch anzusehen. Ich glaube, du bist der Erste,
von dem ich höre, dass er sich einen Nacktpatch für Diablo 2, für Diablo wünscht. Ja, nicht für den Barbaren oder so, ne? Ja, das war mir schon irgendwie klar, aber... Ich will nicht den Schwengel von Bulkatos sehen. Oh Gott. Ja, auf diesen schlechten Witz muss ich erstmal einen Tee trinken. Den Schwengel von Bulkatos. Oh Gott. Alle Welt, kann ja auch mal was Sinnvolles draufkommen, wie Arkankraft pro kritischen Treffer oder so. Der Duft der Zeit. Mal gucken. Ich sehe gerade, was die anderen hier alles so bekommen. Alle Welt, ey. Es will beim Umschmieden aber auch nichts Vernünftiges draufkommen, ne? Leben pro Treffer, komm, das lassen wir jetzt. So, keine Lust mehr. Wir haben ja auch noch 155 Arten des Todes. So, denn Primus Krone auf Bank. Wo ist denn die Primus Krone? Da habe ich es aus Versehen hingetan. Oh Mann, ah ja, hier schon wieder zwei Flechtringe, ne? Also hast du jetzt schon wieder vier. Stimmt auf. Nee, ja, stimmt, vier habe ich jetzt insgesamt. Im Hexer habe ich auch noch einen rumliegen. Okay. Ja. Sick shit, sag ich da nur. Hier drin Gabe des Sammlers. Können wir hier noch was anderes reintun? Schaden für Primärfähigkeiten. Nachdem ihr eure Primärressource eingesetzt habt. Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, dann sacken wir mal hier den Taiguk rein. Was haben wir da jetzt? Ja. Ich bin gerade etwas verwirrt. So, in Heroes of the Storm haben ja zum Beispiel die ganzen Chars auch so Namen hier, Valla oder Sonja. Haben die anderen geschlechtlichen Teile dazu auch Namen? Zum Beispiel der männliche Barbar oder so? Na, ich glaube, das ist ja generell einfach nur ein Synonymname da in dem Fall. Weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass sie ja doch eher namenlos sind und von uns den Namen bekommen. You know what I mean? Jo. Ja, kann ja sein. Vielleicht heißt der männliche Barbar ja irgendwie Mut der Mächtige oder so in Wirklichkeit. Ich bin mir sicher. Der Magier fehlt noch in Heroes of the Storm, ne? Ich glaube ja. Ah, ich weiß auch nicht, ob sie den wo reinbringen. Es gibt halt so relativ viele, also gerade bei WoW relativ viele Magierklassen, ne? Ja. Deswegen ist die Frage, ob das unbedingt nötig ist. Boah, kann denn mal bitte ein Stat draufrollen, der vernünftig ist? Ich habe heute kein Glück beim Umschmieden, ne? Ja. Strafst die Zuschauer wieder damit, dein Versagen mit anzusehen. Ja, tolle Aufnahme. Das, das müsst ihr jetzt alle mit ansehen. Obwohl das eigentlich die Zuschauer auch aufheitern könnte. Haha, bei ihm läuft scheiße, bei mir nicht. Ich will einfach nur ein paar Prozent Schaden drauf haben. Und irgendwie kriege ich halt hier nur Müll drauf. Aber ich werde jetzt halt auch wieder auffüllen gleich, weil das kostet halt irgendwie eine Million und das ist das irgendwie nicht wert, das Ganze hier. Puff. Was war jetzt? Oh, mein Hund ist mir auf den Bauch gesprungen. Oh, schön, Archon erstmal aktiviert. Am Sessel, auf einmal springt er so auf den Hocker und springt mir auf den Bauch. So, Edelstein entfernen. Das machen wir noch. Dann tun wir da gleich einen neuen Edelstein rein. Und ich glaube... Alle? Weißt du zufällig, wie viele Edelsteine man verkraften muss für einen makellos königlichen Smaragd? 3 mal
3 sind 9, mal 3 sind 27. Ja, da hört es schon bei mir auf. So viele Finger habe ich doch gar nicht. Ding stelle ich mir dir immer so im Dreierpack her. 9, dann kann ich den nächsten Stein herstellen. Ja, darf ja nicht meine Fingerzahl irgendwie übersteigen. So. Makellos königlicher Smaragd. Alles klar. Rein damit. 17% mehr Schaden nehmen wir. So, jetzt noch Detailguck rein, dann können wir schon schnell das Greater Rift machen. Ach, heute ein bisschen, irgendwie ein bisschen verwirrt gerade. Nicht so einen guten Tag gehabt. Ne, heute irgendwie war ein bisschen der Wurm drin. So, großes Nephalie-Portal, was machen wir? Ich würde sagen, Stufe 40 ist ein bisschen arg. Ja. Da wir jetzt Qual 4 gemacht haben, würde ich bei Stufe 20 machen. Ja. Alles klar. Ich habe jetzt auch so ein bisschen an DPS zugelegt und dann kriegen wir das schon. Bei was für Pappen-Damage bist du jetzt? 553.000 unbufft. Aber mir fehlen halt noch die Z-Boni, das ist halt das mein größtes Problem momentan. Du bist auch ein geiler Mage, erstmal reinrennen. Ja, ich bin halt, man merkt wieder, ich bin eigentlich der Melee-Spieler. Oh. Ich auch. Ich weiß noch nicht, was mich dieses Mal gerissen hat, einen Magier zu spielen. Wobei, letztes Mal habe ich auch einen Demon Hunter gespielt in der Season. Sagen, der Magier ist der einzige Char, der mir in dem ganzen Spiel nicht so gefällt. Okay. Oh, das war too much. Keine Ahnung, da fehlt mir irgendwie was. Nicht sterben, nicht sterben, over. Nein, nein. Au. Okay, es wird auch irgendwas Champion Pack-artiges. Boah, die machen aber auch Schaden gerade hier. Ja. Dafür, dass wir im Prinzip nur ein Level über Q4 sind, kommt mir irgendwie deutlich mehr vor. Ich muss so ganz zum Anfang zurück. Weil hier irgendwie die mich ein bisschen penetrieren. Ja, ich muss mal gerade mal was meinen Fähigkeiten umstellen, glaube ich. Weil ich sterbe hier gerade so ein bisschen am laufenden Band, das ist eher nicht so toll. Nee, Oder Fresse bekommen. Ich muss mal wieder Waffe Schutz reinmachen. Alle Wilde. So, jetzt aber. Wie gesagt, ich muss mal eben. Achso, nee, Quatsch, hier im Rift kann man ja gar nichts mehr verändern, ne? Nee, ah, shit. Kann man nichts verändern. Na denn. Verfüllen. Oh bitte? Nein, Werbung. Na dann, schöner Start bisher. Ja. Oh. Oh. Hochkonzentriert. Ja, das ist gerade. Das ist schon echt schwierig, hier dann so die Geschosse rauszuballern, so eins nach dem anderen und so. Das ist. Verlangt mir gerade alles ab. Ja, hier so die kleinen sind in Ordnung. Die fallen schön schnell um. Aber du hast ja schon eine Katastrophe, sehe ich. Ja, habe ich letztens auch noch gefunden. Oh, du bist halt schon ein kleiner Lacker, ne? Ja, du weißt das auch. So, der Herr gibt es und meistens mir. Oh, Champion, yay! B
betrifft, oder beziehungsweise werden meine Angriffe durch das Mal, was du da drauf packst, eigentlich auch verstärkt oder nur deine eigenen? Deins auch. Okay. Das ist ja dann äußerst freundlich von dir. Ja. Siehst du mal. So kenne ich dich ja gar nicht. Ja, also bin ich sonst der Ego oder was? Manchmal. Ich weiß noch damals, Ova, kommst du mit in BRF mich ziehen? Du bist so stark und mächtig. Ich wüsste nicht, wann ich das jemals gesagt hätte. Ich hab's genau auf Tonband irgendwo aufgenommen. Okay, also dann spielen wir das bitte vor und dann glaube ich dir das auch. Ich weiß nur, dass irgendwas von war großes Gemächt, irgendwie so war das. Auch noch. Keine Ahnung, das könnte aber auch meine Mutter gesagt haben. Irgendwie oh darüber. Nein. Oder die Fruit Loops Dame. Ja. Oh, hier ist ein Schrein, Kanalisation. Und dann von Archon in Archon. Wo wir auch schon wieder bei einem komischen Mutterthema wären. Mama gibt den gute Nachtkuss immer mit Zunge. Oh verdammt, ich bin wieder gestorben. Ich hab mir aufgepasst, ich muss eben in die Stadt. Du hast nicht so viel zu lachen. Oh mein Gott, wir sind zu lustig, wir müssen damit aufhören. Oh nein, kannst du aufhören zu lachen? Warum lachst du überhaupt? Dein Leben ist scheiße. Oh, kommt man hier noch raus? Jawohl. Ich muss eben retten. Ich wollte mich gleich zu dir. Jo. Kann ich hier dann Talent? Nee, kann ich auch nicht. Warum sind die so schnell? Ich kann mich nicht zu dir porten. Oh, aha. Nee. Den Spiel ist ja wohl hier. Nee, ist nicht möglich. Na denn, muss ich zu dir laufen. Ah, da bist du ja schon. Hast du was mitgebracht, oder was? Ja, bisschen weit das Pack gezogen. Aber du hast die Mechanik des Kitens schon mal verstanden. Ja. Bin ein ehrbarer Krieger, der tapfer wegrennt. Bist ja wenn dann ein ehrbarer Dämonenjäger. Und der ist wegrennen gewohnt. Was wäre das wohl in Real Life? Oh, hier, der Förster oder was? Der Förster? Wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung, wegen Jäger oder... Ja, am ehesten noch dann Jäger. Ja, aber Jäger ist ja kein richtiger Beruf. Jäger ist ja mehr... Jäger kann durchaus Lifestyle. Auch ein Beruf sein. Lifestyle. Ja, wie gesagt, aber Jäger kann ja durchaus auch ein Beruf sein. Ja, aber die meisten machen es ja eher so hobbymäßig oder ich weiß nicht, gibt es einen Yachtverein? Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich glaube, in der nächsten Season spiele ich auch tatsächlich wieder Monk und mache dann eben den Pull-Support-Monk. Oh. Ach, kein Bock zu sterben oder was? Nee, es ist halt auch einfach angenehmer dann für die restliche Gruppe, wenn halt alles zusammensteht. Oh, hier ist schon wieder so riesige... Ja, also, was war hier für ein Schrein? Oh, Schild, jawoll. Ja, Wollo. Ich würde sagen, wir bleiben dann auch erstmal auf T4. Ist vielleicht gesünder. Und nochmal ein Champion Pack. Yay! Oh, Gott sei Dank. Der Knochenhexer. Der Hansel. Ja, da ist ihm wohl kein besserer Name eingefallen. So schöne Namen wie Blähdarm, der Gierige oder sonstiges. Ja gut, die sind ja random generiert, ne? Hier mussten sie ja tatsächlich mal Unique-Namen ausdenken. Was hat er nicht einfach durch die Gegend geportet? Baumkopf, Holzstumpf oder irgendwie so, wie hieß der Mob? Ja, du weißt, welchen ich meine. So, geschafft. Und es gab zumindest einen Legendary Ring. Kann
kann auch sein, dass er irgendwie SpongeBob Holzkopf hieß oder so. Und zweimal Legendary Hände, also richtig dicke Ausbeute hier. So, na gut, dann. Achso, Edelstein aufwerten. Was genau. Hier drin? Verderben der Mächtigen, ja, dann machen wir mal weiter. Oh, 90% fehlgeschlagen, GG. Danke dafür. Naja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch fürs Video. Wenn nein, schreibt uns doch in die Kommentare, warum nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer besseren Verfassung in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis zum nächsten Mal, euer Nature und euer Over. Ciao. Macht's gut.